Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video finden und in Remnant Records. Und ich dachte mir, ihr habt jetzt bereits ein Video gesehen. Wir hatten gerade Ermittlung 1, gerade vom Geist auch 1. Jetzt mache ich einfach 2 und 2. Ich konnte noch nicht auf die Kommentare eingehen, also sprich, was ihr dazu sagt, wie ihr dieses Game findet. Aber ich dachte mir, für den Fall, dass ihr Bock habt, nehme ich schon mal direkt eine weitere Runde auf. Mission starten, let's go. Ich habe jetzt eigentlich hier im Hauptmenü gestartet, damit ich auf den Text noch eingehen kann, der drunter stand. Ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe wieder meine Elektrikerin ausgerüstet und ich würde mal sagen, wir starten. Solltet ihr etwas zur Helligkeit gesagt haben, konnte ich noch nicht drauf eingehen, aber ich werde jetzt mal die Helligkeit ein wenig höher stellen. Wo haben wir es denn hier? Na, ich stelle es jetzt einmal auf 1,2, 1,3, irgendwie sowas. Na, damit ihr den Unterschied seht, damit ihr merkt, ob es ein großer Unterschied ist, ja, nein, vielleicht. So, und wie gesagt, Stufe 2, Grad Ermittlung. Jetzt würde ich sagen, müssen wir ein bisschen Gas geben. Let's go. Wir wissen so ein bisschen, was die Puppe macht oder was gegen die Puppe hilft. Und wir wissen so ein bisschen, was beim Wir haben die Puppe. Okay, das war eine Schaufensterpuppe, ein Mannequin. Okay, das ist sehr, sehr gut. Ich laufe jetzt hier ein bisschen schneller durch, denn wir müssen natürlich jetzt auch Gas geben. Ich bin solo unterwegs, was bedeutet, es ist für mich ein bisschen schwieriger, alles zu erkunden, jeden Text zu finden, alle Gegenstände und das in der vorgegebenen Zeit. Ohne dass wir, ja, dass wir in die Bredouille kommen. Deswegen Gas geben. Hier haben wir ein Kinderbild. Okay, wenn das nichts zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Noch kein Text bisher. Hier haben wir ein Kinderspielzeug. Na, ihr merkt auch schon, höherer Schwierigkeitsgrad und mehr Gegenstände rum. Hier ist ein Püppchen und hier haben wir unseren ersten Text. Okay, ich mache hier mal die Tür zu. Das hier gefällt mir gar nicht. Madam, wenn du dich bewegst, ich sag's dir. Okay, unser Text. Ich habe die psychiatrische Klinik verlassen. Man sagte mir, ich sei jetzt bereit, wieder ich selbst zu sein. Ein bisschen Angst habe ich schon, aber ich möchte auch sehen, was die Zukunft für mich bereithält. Sarah hat mich reingelegt. Ich habe ihr vertraut und jetzt bin ich total verschuldet und sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Nun stehe ich da mit hunderten Kisten voller minderwertigen Parfum. Kisten, Kisten und noch mehr Kisten. Meine letzten Ersparnisse sind in meinem Koffer, aber die werden auch nicht lange halten. So eine Scheiße. Alles ist so schnell den Bach runtergegangen. Ich habe mir mein Leben versaut. Also hier könnte sein Parfüm, Koffer, irgendwas mit Geld oder Schuldschein, sonstiges. Aber ich würde sagen, Parfüm, Koffer, die sind schon mal plausibel. Und aus dem ersten Absatz vielleicht irgendwas Richtung Klinik. Schauen wir mal. Das sind jetzt so unsere Anhaltspunkte vorerst beim ersten Text. Ich überlege gerade, ob wir irgendwo was hatten, aber ich bin ja größtenteils durchgerusht. Deswegen schwer zu sagen. So. Oh, da ist mal die Puppe. Okay, jetzt hat die schon Flaschen umgeworfen. Nächster Text. Endlich. Ich habe ihr einen Heiratsantrag gemacht und sie hat ja gesagt. Ich könnte vor lauter Glück sterben. Es fühlt sich an, als sei mein Herz dem Bersten nahe. Ich war wieder wie ein Schulkind. Schulkind. Die Zeichnung. Ich fühle mich heute echt super. Seit einem Monat kommt ein kleines Mädchen zu mir in die Therapie und schaut immer nur grimmig drein. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft, das Eis zu brechen. Ich hatte ihre Eltern heimlich nach ihren Hobbys gefragt und in meiner Freizeit Recherchen angestellt. Sobald ich das Thema anschnitt, blühte sie für mich auf. Für solche Momente habe ich diesen Beruf gewählt und genau darum höre ich auch nicht auf. Okay, ihr Hobby. Vielleicht wirklich zeichnen? Könnte doch es sein, das schafft kein Kind in dem Alter. Aber diese kleine Kinderzeichnung. So, Bübchen, spann dich, das hier. Na, vielleicht ist Zeichnen ihr Hobby. Wir wissen es nicht. So. Ich hab nur Angst, dass hier irgendwo gleich ein Mannequin ist. So. Oh, Nummer 1. Den Koffer habe ich schon öfter mal oben gesehen. Deswegen könnte sein, dass der vielleicht jetzt wirklich hier dazugehört. Schau mal, haben wir hier irgendwas? Pillen? Pillen. Pharmacy. War da nicht irgendwas, er wird entlassen? Wir droppen die mal hier hin. Na, die Pillen vielleicht, könnte ja sein. Man kann natürlich auch alle Gegenstände, die man findet, einfach dahin packen und dann am Ende entscheiden. Aber ist jetzt auch ein bisschen schwierig, würde ich mal so spontan behaupten. So. Nächster Raum. Let's go. Hallo? Und ich finde es cool, dass je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Gegenstände sind hier. Sprich, das Haus bekommt Inhalt. Na, auf Stufe 1 ist es schon sehr, sehr leer. Feuerzeug hilft uns nicht weiter. Baseballschläger. Vielleicht spielt sie gerne Baseball. I don't know. I don't know. Aber hier, Koffer.
Den können wir mit runternehmen vielleicht und neuer Text. Was ich tun werde, tut mir so leid. Verzeih mir, Shira, mein Schätzchen. Du bist das tollste Kind, das ich mir je hätte erträumen können. Auch Sophia, unsere Beziehung war nicht immer optimal, aber ich liebe dich immer noch. Doch ich habe alles ruiniert. Wir haben mehrere Millionen Schulden. So ein Leben will und kann ich euch nicht zumuten. Schlaf gut, meine Lieben. Komme schnell nach. Wait, what? Schulden? Schlaftabletten? Hast du ein Okay, irgendwie verstehe ich, warum er sie es verreckt ist. Okay, aber ich will jetzt hier nochmal schauen. Und zum Brainstormen gehe ich hier mal so ein bisschen ans Eck. Also C drücken, da stellt sich der Gegenstand auf. Also, wir haben hier Neighborhood Pharmacy, take 2 tablets by month. Also, Tabletten. Würde, finde ich, passen. Ne? Schlaf gut, meine Kleinen. Ich komme gleich nach. Also erstmal den Kindern Tabletten gegeben und dann selber. Die schmacht man nicht, du. Die Zeichnung, damit fühle ich mich confident. Der Koffer, bin ich skeptisch. Ach ja, hier wieder Licht. Oh, das kann ich auch mitnehmen. Oh, Vicky. Alter. Und krass, dass ich das mitnehmen kann. Was auch immer mit der Lampe ist. Ich habe keine Ahnung. Sag ich die Block... Okay, sie geht spazieren. Okay, man merkt auf jeden Fall... Also schon wieder. Pistole. Das könnte natürlich auch sein. Aber schlaft gut. Pistole. Ehering. Ein Ring. Ein Ring, sie zu knechten. Aber nicht in diesem Dingens hier. So. Und ihr seht das auch schon, die Höhe des Schwierigkeitsgrads, desto wahrscheinlicher ist es natürlich. Oder desto mehr Gegenstände können hier sein, die auf irgendwas Gleiches hindeuten. So. Die Pistole passt nicht zu schlafen. Oder? Weiß es nicht. Aber es gab... Hör auf mit dem Schmarrn! Ich nehme jetzt die Pistole mit. Oder ich bringe sie zumindest mal nach vorne. Vielleicht ist sie unser Gegenstand. So, aber wir haben hier noch einen letzten Raum. Echt jetzt. Jetzt hat sie Sicherung rausgekommen. Na, denn nicht, dass hier irgendwas ist. Er ist Psyche... Brauch sie jetzt nicht. Es kann natürlich auch mal sein, dass ein Gegenstand, also ein Text, auf nichts hindeutet. Ne? Das ist durchaus auch möglich. Ich nehme jetzt die Pistole mit. Und ja, wir haben ja 5 Slots. Wir können 5 Gegenstände im Grunde testen. So. 5. Slot. Und ich mache hier unten auf jeden Fall wieder Licht an. Damit fühle ich mich sicherer. So. Und jetzt, wir schauen mal, welche Gegenstände richtig sind. Alle, bis auf einen. Okay, jetzt müssen wir den Eindringling finden. Okay. Sind alle Gegenstände richtig, bis auf das Bild? Oh, das gefällt mir. Aber warum das Bild nicht? So, wir müssen jetzt den Eindringling finden. Ihr habt es ja schon gesehen. Hier sind mehrere Puppen rum. Wir müssen die finden, die sich bewegen. Aha. Und dann hier hingehen? Oh ja. Wir müssen natürlich hier gut aufpassen. Es kann auch von hinten kommen. Okay. So, hier. Man wird hier paranoid, würde ich mal so spontan behaupten. Denn es kann von überall kommen. Bist du unser Mann? Nein. Oh. Hier war er gerade. Shit. Nicht. Ihr zwei seid hier noch normal, jawohl. Ah. Junge! Weil wir gerade 2 hatten, deswegen 2 von diesen Dingern. Ketten sind da, Exorzismus ist geschafft. Oh ja. Komm, Junge! Also, das hier ist rot, das war scheinbar falsch. Oder hat nicht gepasst, oder wir haben es nicht gebraucht, oder keine Ahnung, aber das war das Hobby für mich. Wir hatten den Ehering. Na, der Text, dann die Pillen. Oh, die Pillen waren für die Klinik. Der Koffer war wegen Pleite. Und die Knarre war... Schlaf gut, meine Lieben. Könnte durchaus sein. Wir wissen es nicht. Ich düse jetzt ab. Ja, wir machen hier noch die Tür zu.
Na, wir wollen ja nicht, dass hier irgendwelche Nachbarskinder reinkommen, weil sie denken, ach ja, hier ausgestorbenes Haus, Geisterhaus, wir gehen mal spielen und sind gleich tot. Eigentlich sollte es jetzt sicher sein, aber sagen wir mal ganz ehrlich, wir müssen ja irgendwo auch wieder jagen, also wir schicken einfach einen neuen Geister rein. So, und ihr seht das auch schon, ne? Weil wir gerade zwei hatten, kriegen wir einen Multiplikator von mal 1,5. Sehr, sehr cool. Zwei Rollenpunkte bekommen, zwei Gutscheine erhalten. Sehr, sehr cool. Und Level 4. Und wir können jetzt gleich mal nachschauen. Exorzismus-Tagebuch. Puppe, damit ihr auch mal seht. Also Vorsicht, Spoiler an dieser Stelle. Noch nicht lesen, wenn ihr euch nicht gespoilert, wenn ihr nicht gespoilert haben werden wollt, weiß. Also hier haben wir schon mal ein paar Tipps, ne? Dass die Puppe ein schüchterner Geist ist. Puppen hassen Licht. Eine Puppe versucht immer ungesehen zu bleiben, wenn sie sich bewegt. Kann sich aber ändern, wenn sie zornig ist, ne? Wenn im Austreiben sind, kann es sein, dass sie sich bewegt und wir sehen sie. Je mehr Licht auf eine Puppe fällt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie angreift. Deswegen, je mehr Personen, desto besser. Aber ich kann mir auch vorstellen, vielleicht die Lichter im Haus, also sprich im Flur oder sowas, wenn sie dort ist, dass das auch schon hilft. Oder eben von der Mechanikerin die stärkere Lampe. Eine Puppe im Ausweiten mag sich wie eine gute Idee anhören. Schluss kann aber auch nach hinten losgehen. Genau. Und das richtet sich wahrscheinlich nach dem Exorzismus, wenn überall Puppen sind, ne, auf eine draufzustarren, ob sie sich vielleicht bewegt oder sowas, könnte ungünstig sein, wie die richtige von hinten kommt. Mich interessiert der Flüsterer, den kannte ich noch nicht. Also, Flüsterer ist ein Geist, der gerne unsichtbar herumläuft. Der Flüsterer ist ein Ganove, der gerne Späße mit seinen Opfern treibt. Manchmal, wenn er nicht besonders wütend ist, taucht er nur auf, um ihnen einen Schrecken einzujagen. Okay, okay. Flüsterer haben die Fähigkeit, Menschen im Vorbeigehen ihrer Stimme zu berauben. Angeblich tun sie das, um sie daran zu hindern, ihr echtes Angriffsziel von der Gefahr zu warnen. Okay, also es kann also sein, wenn man im Koop ist, dass dann einer eurer Mates vielleicht nicht mehr zu hören ist, obwohl er redet. Das ist ganz interessant. Also gerade wenn du online spielst, kann das sehr, sehr spannend sein, denke ich. Also, hier habt ihr unsere Tipps. Und ich habe jetzt hier auch noch Perks freigeschalten. Na, das hier sind unsere Perks, die hatten wir heute dabei. Schau mal, wir haben hier noch tragbare Lichter, kann zu einem UV-Licht wechseln, das Fußabdrücke von SpielerInnen Geistern sichtbar macht. Drei tragbare Lampen, die am beliebigen... Ich mach das hier mal. So, hier, kaufen, Wunderbärchen, und jetzt muss ich hier noch ein bisschen umsortieren, denn dann kann ich das hier einsetzen. Bam, Junge. Tragbare Lichter, let's go. Und das war's für heute, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier haben wir beide bei noch einen Verlauf, ne? Pro Level können wir auch noch was freischalten, Schwierigkeitsgrad. Wunderbärchen. Also, es gibt hier noch diverse Möglichkeiten, die man freischalten kann. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Heute ein bisschen kürzer, aber bevor ich noch nicht weiß, ob es euch jetzt gefällt, lieber ein bisschen kürzer, weil beim nächsten Mal können wir einfach noch eine Runde dranhängen. Danke fürs Zuschauen. Rein, bis dann. Ciao, ciao.